Battle Rap Bundesliga Main Match. Ey, yo, Dortmund sind heute Gamer im Haus! Yeah! Ich wollte die beiden Motherfucker eigentlich erst mit ihren PlayStation Plus Namen ankündigen, aber die konnte ich mir nicht merken, Alter. Ey, yo, macht mal Lärm für den Boss an der Konsole mit wunden Daumen, Alter, sitzt der da immer. Macht mal Lärm für Kato! Yeah! Und der andere, Alter, wenn er ein Charakter bei Mario Kart wäre, dann wahrscheinlich Donkey Kong, Alter. Macht mal Lärm für motherfucking T-Way! Die MCs haben sich geeinigt, dass T-Way anfangen wird. Jetzt gibt's Gamer-Bars in eure hässlichen Gesichter, ihr Schmütze. Erste Runde, T-Way. Ey, Kato rief mich über Teamspeak an. Facts. Was los, Homie? Bock auf BRB? Komm, wir kicken da ein paar freshe Punches. So mit Bezug auf Videospiele ist so Reinhold. Ich zucke gerade. Fresse halten! Ey, der trieb mich in den Rage-Mode, laberte mich vor, bis ich das Match zusag und ich wurde zum COD-Kiddy. Edi Nahoi Zuckerbliat. Aber Homie, jetzt heißt es erstmal starten. Bin ausgerüstet für das Match des Abends. Trage rechts Sam Fischers Blendgranaten, links Enterhaken. Gib dir Killer-Instinct-Kombos. Das geht links Enterhaken. Ja, ich treffe deine Schwachstelle mit perfekter Taktik. Und das geht unter die Haut wie beim Mortal Kombat, ein X-Ray-Angriff. Ja, wähle deine Battle-Stage, doch nichts rettet dich vom Heavyweight. Und nachdem ich dir die Fresse poliert habe, schießt dich ein Selfie so wie Cassie Cage. Also, lach mal schön, du Kiefer-Kasper. Oder mach unser Tutorial für Def Jam, Fight for New York. Spiel uns mal den G-Rapper vor. Kato ist so Gangster. Ey, der hat den Kranich-Kick auf seinem Wii-Balance-Board. Ey, da kriegt man Facts. Ey, da kriegt man fast schon Angst und denkt sich, Alter, was für ein Gangster. Ey, wenn Kato mal von den Bullen verfolgt wird, schmeißt er Bananen aus dem Fenster. Ey, doch jetzt schieße ich den Bengel tot per Nintendo-Scope und frag dann, wo ist der Nächste? Und ein FIFA-Flip gegen Mave war einfach total daneben. Junge, gib mir den Controller, es gibt Tote zu sehen, denn ich brauche keine Schusstaste. Ich frag, womit ich grätsche. Ey, und diese Amateure merken wieder, an der Konsole bin ich echt nicht zu stoppen. Ey, denn wenn ich grad zocke, dann sind meine Gliedmaßen wie das erste Snagger- und Pillab-Mixtape. Die linke und die rechte haben Gottes. Ey, und der Spast hat keinen Plan. Mir ist egal, was der Bastard da sagt. Ich hab GoldenEye durchgezockt, nur mit Handkantenschlag. Also eine flache rechte und seid euch sicher, ich kill den Schmuck. Ey, scheiß auf Kamas Waffensheet, bei mir wird nur mit Skill gezockt. Erste Runde, Kato. Yo, ich bin hier am Start und ich zerfetze jetzt den Schmock. Ich bin krank, ich hab Resident Evil nur mit Messer durchgezogen. Yeah! Wie schon gerade gesagt, ich komme mit A-Nack nach Luxemburg. Full! Und wir killen dich, Freak. Der hat auch gerade nicht gechoked, der hat nur ein bisschen Silent Hill gespielt. Was hat man bei Kato gegen T-Way zu erwarten? Beim Ruf der Pflicht habe ich kein Problem, eine Schießerei zu starten. Mario 64, Hauptmenü, ich ziehe eine Nase. Mario 64, Hauptmenü, ich ziehe eine Nase, damit der Freaky gleich begraben wie tief für die Atari. Denn keiner zweifelt dran, dass ich T-Way missbrauche. Der ist so eine Pussy, der benutzt den Joypad der Wii nur mit Schlaufe. Im wahren Leben bloß ein Loser, doch im Zocken Meister-Gamer. Er war stets der große Bruder, aber trotzdem zweiter Player. Scheiß Ho, mach nicht auf Spyro, bleib mal auf Sparflamme. Ich bin immer ready to rumble, weil ich einfach nur hart punche. Und selbst wenn ich mal ein, zwei zu viel an der Bar tanke, kill ich jeden einzelnen Vogel wie ein scheiß GTA-Junkie. Der Fresssack wird geplättet. Pac-Man-Poster, Vendetta, ich bin alle Rapper auf einmal wie das Def Jam-Roaster, du wirst gern. Slap vom Mofa, als wären wir jetzt bei Road Rush, die kommt auf Gliedmaßen an, wie ein Dead Space-Bosskampf. Vario, in mein Vario solltest du mit deiner Wampen hierher kommen. Ich kill dich per Sniper. Warum? Dafür brauche ich keine lange Erklärung. Ich guck durchs Fernrohr, checke Dantes Entfernung und schick dich in die Hölle wie in Dantes Inferno. Und komm mit deiner Horde und jeder deiner Krieger kriegt eine Schelle. Ich spiel Gears of War Online und hört die perfekte Welle. Und was Frauen betrifft, ist er nicht ernst zu nehmen. Er macht Minuten Spieleabend beim ersten Date und sagt, ich hab ne Switch und Mario Kart. Bock zu zocken? Doch, dann wird die Bitch in der Vagina knochentrocken. Und ich bin der, der kein Problem hat, die Dame auch mal gewinnen zu lassen. Er ist eher so, hättest du keinen roten Panzer gehabt, dann hättest du dich gekillt, du Schlappe. Wechsel lieber deinen Tech-Team-Partner ein. Vielleicht wird ja das Match besser. Für mich seid ihr Benjo und Kazooie. Ein Vogel und ein Backpacker. Yeah.
und ich haben überlegt, ob wir dieses Match auch demnächst im Nintendo eShop anbieten. Ja! Könnt ihr kaufen. Let's go! Zweite Runde T-Way. Ja. Dieser Kato ist verliebt und trommelt seine Perle auf Topspeed. Du beim Sex mit dir ist die wie Half-Life 3. Und kommt nie. Ey, ich ruf die zu mir ins Hotel und du siehst schon, wie die fantasiert. Ey, die kommt nachts zu mir und das ist wie Call of Duty. Denn ich lasse sie in der Lobby warten, bevor losgeballert wird. Ey, das sieht aus wie bei Mario Party, wenn sie meinen großen Rüssel liebt. Denn sie shakt ihn wie den V-Controller bei diesem Dosenschütterspiel. Ey, ich spritze die voll wie eine Splatoon-Map. Das findet die hammergeil. Ich bin so wie Tails, aufgrund von meinem Schwanz schon fly. Ey, und danach werde ich dein Babe fisten. Ruf dir dabei an und sag immer zu, hey, listen, hey, listen, hey, listen. Und jetzt schiebt der da Frust, baut sich eine virtuelle Freundin. Doch nicht mal die ist für den Pisser bestimmt. Denn ihr schiebt dich so in die Friendzone. Ey, die sinnst dir nicht mal bei Sims. Ja, schon ziemlich abtönend, was dieser Spaß da verkörpert. Ich dagegen hab Moves drauf, die mir keiner zutraut, das schon fast unerhört, ja? Denn wäre ich ein Pokémon, ja dann das Pikachu mit Surfer. Und du menschgewordener Angry Bird bist so ein hässlicher Vogel. Und du menschgewordener Angry Bird bist so ein hässlicher Vogel. Ich mach dir jetzt ein Kreuz durch die Runde wie das Super Smash Bros. Logo. Du wirst gefalken Kick, gefalken Punch, das alles ohne Ende. Und du willst wissen, ob ich dich respektiere? Und ich stelle meine Charakterwahl auf random. Ich besiege dich in jedem Play-Mode. Nach dem Battle ist er safe tot. Denn dieses Battle ist wie Rainbow Six gegen Six Rainbow. Ey, und ich kill den Dude. Lines gegen mein Gewicht wären der absolute Billo-Move, denn die prallen an meiner Wampe einfach ab. Nämlich King K. Rool. Yeah. Ey, was von diese Pisser tun, ihr könnt lästern, verdammt. Doch Sonic hat uns alle eins gelehrt. Als Kugel kommt man immer besser voran. Yeah. Yeah. Dieses Band gefällt mir voll gut, weil ich check die References. Ja, zweite Runde Kato. Ey, ich spitze eine Line und du Opfer fließt. Seine Mutter erwischt ihn dabei und er sagt, ich zock nur Wii. Ja. Lack, ich komme in den Teamchat deiner Perle. Teamchat Fool. Er kommt nach Hause nach einer harten Runde. Diablo. Die Frau fühlt sich ertappt, ist irgendwie sprachlos. Er sagt, betrügst du mich? Ich bin arm. Kenn ich ihn? Sag schon. Da komme ich aus dem Schrank gesprungen. It's a me. Kato. Seitdem sie deine Verflossene ist, bekommt sie im Tech-Team immer wieder die Fleischwurst. Wir nennen sie deine Golden Eggs, denn wir nehmen die Amiga zu zweit durch. Immer wieder beschäftigt am Kitzer dieser Crackbitch. Wie Track and Field für Nintendo 64. Ein Zehner fürs Bittchen reicht, um meinen Penis zu küssen. Da wird wie bei Red Dead 2 unverschämt lang geritten. Viel zu lang. Aber sie kommt. So, kennt ihr das, wenn die Luxemburgisch reden? Da hört man raus, das ist eine Inzestnation. Der Tonfall ändert sich und die Stimme geht hoch. Man versteht sogar ein bisschen, obwohl sie es behindert betont. Wie so ein Sims-Dialog. Und selbst bei Sims wärst du nur eine hässliche, fette Single-Mom. Hier macht ihr auch Brüder, doch keiner kennt sich seit den Kindheitstagen. Aber in Deutschland wollen sie die Krone holen. Da kommen die Gangster mit der Bimmelbahn, random Charaktere, auf einer Mission. Man denkt, man ist bei Kingdom Hearts. Random Charaktere, eine Mission, Kingdom Hearts Kapitel. Da warst du sogar King, doch hier wird dein Arsch rasiert. Bei so einem Oberhaupt ist es kein Wunder, dass bald der Staat krepiert. Da war eine Schwuchtel auf dem Thron. Far Cry 4. Je mehr Leute um ihn rum sind, umso mehr macht er auf Dornenbiss. Doch wenn die wegsieht, sieht man, wer er kein Wort rauskriegt. Und wenn es Stress gibt, ist er der sich sofort verpisst. Man muss auch alleine die Rolle spielen, wenn man schon vorlaut ist. Yeah. Also Tommy Lan, du kriegst mit Tommy Gun, wie bei Mafia einen Kopfschuss. Und Vinci, trau dich endlich aus dem Schatten des Kolossus. Yeah. Aber macht dir nicht auf Boss, ich box euch Penner ins Koma. Ihr seid die Nebenmission unter den Ländern Europas. Willkommen zum Finale! Ich hoffe, wir sehen ein paar Fatality-Moves jetzt noch, Alter. Ich würde mal kurz sagen, Round 3, Fight! Ey, lieber E-Sport als Niesport.
Yeah. Lieber E-Sport als Nie-Sport. Und ich habe noch 1000 Referenzen in meinem Repertoire. Mich zu battlen ist eine schlechte Wahl, denn ich werde dich jetzt auflösen. L.A. Noir. Und Kato, check das mal. Deine Mom, die ist eine komische Furze. Ey, die spielt den ganzen Tag Goat Simulator. Ohne zu zocken. Und für etwas Kleingeld spielt ihr auf jedem Schwanz das Kamasutra. Tja, und dann lass ich halt ein paar Kröten fliegen wie ein Paracooper. Ey, bei der wird, die lebt auf ihrem Little Bitch Planet. Bei der wird täglich. Die lebt auf ihrem Little Bitch Planet. Bei der wird täglich geblowt, mehrmals gechoked, bis die rot und blau wird wie Pokémon-Spieler der ersten Generation. Ey, die Junkie-Nutte hat Need for Speed und das ist ziemlich abgefahren. Denn auch ohne Rollercoaster Tycoon baut die sich mittags ihre achte Bahn. Reach of the Event. Und im Vorfeld dieses Matches sahen viele dieses Crackbaby da sind Battle Shows da. Doch ich bin King und bleib für immer. Als wäre das hier ein Tekken Roaster. Und das hier ist da dein Zuhause. Und auf dem Olymp ist dieser Kato ein Mythos. Doch jetzt wird's ziemlich unangenehm für dich. Weil Kratos an deiner Tür klopft. Ey, besser, wenn du jetzt um Gnade winselst. Denn ich schwing die Chaos-Klingen, bis die Töne von Kratos' Stimme nur noch nach Chaos klingen. Ey, du blickst in das Gesicht der grimmigen Gottheit. Die Augen leuchten edelweiß. Ich hab gelernt, die Masken der Menschen können Fluch oder auch Segen sein. Manchmal muss man sich anpassen, um zu überleben. Man bangt um seine Freiheiten, denn es findet große Unruhe statt und man fühlt sich gefangen wie in einer Zeitschleife. Doch egal, wie groß der Druck ist, ich halte immer dagegen mit letzter Kraft. Denn seit Majora's Mask weiß ich damit umzugehen, wenn der Mond in mein Ghetto kracht. Ey, ich hab keine Zeit für dich, Donkey Kong, schieb den Nappen beiseite. Bald heißt es, Game Over, thank you for playing, für diese unfassbare Pfeife. Doch Kato, bei dir ist noch nicht alles verloren, ey, du kannst was erreichen. Also geh an die Konsole, verwirklich deine Träume und mach Schalke zum Meister! Letzte Runde, Endgegner sozusagen. Let's get it, Kato. Yeah. Ey, du bist wirklich ein übertriebener Spast. Das Schalke Meisterbild habe ich nicht mal auf FIFA gemacht. Wenn ich mir mein Resümee und die Leistung meiner Gegner so reinziehe, wurden alle komplett geburnt, wie meine PlayStation 1 Spiele. Aber ich weiß, ich habe noch nie die beste Phonetik gehabt, weil ich meistens 3 Tage vorher schreibe. Und das ist jedem hier klar. Aber habe ich jemals gegen einen meiner Gegner versagt, ich schaff's in 72 Stunden mit Links wie in die Majora's Mask. Aber man sagt, mein Arsenal ist größer, seitdem ich persönlichere Lines in meinem Text habe. Ich bin lieber generisch und finde die ersten Battles eigentlich viel fresher. Ich fühle mich wie bei God of War 4 beim Vergleich meiner Rap. Bei den neuen Waffen gibt es keinen Grund zu meckern, doch ich finde die alten klingen besser. Doch gehen wir mal zurück in die Kindheit von dem Fettsack. Ein Junge, der zockt, weil er bei Videospielen seine Freude hat. Und ein Junge, der zockt, weil er sonst zum Spielen keine Freunde hat. Und da hat er erkannt, man kauft sich ganz leicht mehr Liebe durch Geld. Nur damit Freunde kommen, hat er sich extra FIFA bestellt. Und geht nie vor die Tür, weil seine Anwesenheit niemand gefällt. Ich geh raus, we are the world, du siehst durch VR die Welt. Sheesh. Denn als kleiner Junge war ich schon der G in meiner Hood. Blaue Edition, Batterieanzeige rot. Hey. Und konnte mich nie entscheiden, welches Start-Pokémon nehme ich für meinen nächsten Trip. Du scheiterst allein schon bei der Frage, ob du Junge oder Mädchen bist. Yes. Und ich hasse Online-Zocken, weil ich den Scheiß nicht benötige. Du verbringst die ganze Nacht mit Männern, von denen du keinen persönlich kennst. Die, mit denen ich zock, heißen Lukas, Attila, Ahmed, Angie und Ramazan. Deine Superstar-Killer 18 und Belgium Padawan. Und spar dir die dummen Sprüche, bevor du Fotzen noch stirbst, weil meinen Smash Brothers gehst du drauf, wenn du den Block ignorierst. Und noch eine Mutterlein zum Schluss, um das Battle nicht ganz so stressig zu beenden. Bei Portal muss man noch von einem Loch ins andere. Ich glaube mal, den Rest könnt ihr euch denken. Keine Ahnung, wie viele zockt und wie viele verstanden habt, aber macht mal Lärm für dieses krasse Battle. Der Scheiß ist unjudged, aber mach mal Lärm für T-Way! Yeah. Mach mal Lärm für Kato! Yeah. Und jetzt gehen wir alle nach Hause und spielen Nintendo! Yeah. Let's go, game over! Let's go! Killer, Killer!